So, liebe Patienten, ich habe mir etwas für Sie auch überlegt, dadurch, dass Sie jetzt auch unzählige Werbungen auf Instagram gesehen haben, von irgendwelchen Agenturen, die Ihren Sehfehler subjektiv im Auto simulieren, einfach so zu fahren, wo sich alles bewegt. Das entsprach meiner Meinung nach nicht der Realität, was der Patient tatsächlich sieht. Und ich möchte Ihnen heute anhand von einen einfachen iPhones und anhand von reellen Brillengläsern diese Sehfehler simulieren. Also jetzt simuliere ich Ihnen die Sicht eines Kurzsichtigen, der 2 Dioptrien Kurzsichtigkeit hat. Jetzt wechseln wir zur 4 Dioptrien Kurzsichtigkeit. Sie sehen den Unterschied, um wie viel verschwommener das ist. Und das ist sowohl bei den Buchstaben wie auch am Bild deutlich zu sehen. Jetzt wechseln wir zu 6 Dioptrien Kurzsichtigkeit. Das ist eigentlich von der Schrift kaum mehr was zu erkennen und wir sehen nur eigentlich schemenhaft eben das Bild der Karlskirche. Und nochmals im Vergleich zu 8 Dioptrien Kurzsichtigkeit, also kaum mehr was erkennen, 10 Dioptrien. Ja. Und ein Extremfall, minus 16 Dioptrien, also da kann man eigentlich gar nichts mehr erkennen. Ja? Und nochmals der Unterschied eben zu 2 Dioptrien Kurzsichtigkeit, hier kann man sich noch einigermaßen bewegen, aber es ist alles verschwommen. Ja? Und das ist natürlich hier bei einer relativ kurzen Entfernung von ungefähr 3,5–4 Metern. Ich lade Sie herzlichst ein, den Selbsttest auf unserer Webseite durchzuführen. Durch diesen Test können wir grob einschätzen, ob Sie für eine Augenlaseroperation geeignet sind. Eventuell könnten wir schon Ihnen näher die Methoden vorstellen. Der nächste Schritt nach dem Test wäre eine volle augenärztliche Untersuchung, wo wir alle anatomischen Parameter bestimmen könnten und dadurch könnten wir Sie auch für die Operation richtig vorbereiten. Wir freuen uns auf Sie.